Pearl Harbor ist das größte geheimdienstliche Versagen der amerikanischen Geschichte. Pearl Harbor. Nach dem traumatischen Angriff der Japaner auf den Flottenstützpunkt im Dezember 1941 bleibt den geschwächten US-Streitkräften 6 Monate Zeit. Bis zur entscheidenden Schlacht gegen einen überlegenen Feind. Die Lage im Pazifik ist weit schlimmer als berichtet. Die Pazifikflotte war in bedauernswertem Zustand nach dem Angriff auf Pearl Harbor. Die Japaner planen was Großes. Also, was ist das Ziel? Vermutlich die Midway-Insel. Midway war eine der entscheidenden Schlachten des Zweiten Weltkrieges und wurde nie richtig erzählt. Washington ist anderer Meinung. Washington liegt falsch. Es ist eine interessante Schlacht, weil die Amerikaner die Underdogs waren. Sie waren nicht so bereit für den Krieg wie die Japaner. Der Faschismus eroberte weite Teile der Welt. Es war eine sehr furchterregende Situation. Von der Entscheidungsschlacht rund um die Midway-Inseln erzählt Erfolgsregisseur Roland Emmerich in seinem Action-Blockbuster Midway für die Freiheit. Ein historischer Stoff, aufwendig inszeniert, mit einem All-Star-Cast. Darunter Ed Skrein, Dennis Quaid, Luke Evans, Patrick Wilson und Woody Harrelson. Die Leute sind nicht besonders vertraut mit der Schlacht um Midway. Ich war es jedenfalls nicht. Und so sollten wir denen, die damals dabei waren, die Anerkennung zollen, die sie verdienen. Es gab noch keinen vernünftigen Film darüber. Vielleicht auch unmöglich bisher mit all den Flugszenen und Special Effects. Midway ist einer der größten Kriegsfilme seit langer Zeit. Er ist von riesigem Ausmaß, aber er erzählt auch ein paar sehr intime Geschichten, die, wie ich glaube, die Herzen der Zuschauer berühren. Natürlich wissen wir, dass dies ein Film von epischer Größe sein wird, mit einem Regisseur wie Roland. Aber die Schlacht von Midway war tatsächlich so atemberaubend groß, fast unglaublich. Heute sind wir die absoluten Underdogs. Niemand glaubt, dass wir eine Chance gegen die Japaner hätten. Was mich angeht, glaube ich, dass die Männer hier im Raum es mit jedem aufnehmen können. Ihr seid bereit dafür. Der Film erzählt die Story eines Mannes, der seine Kraft aus der Familie schöpft. Dieses epische Ausmaß im Kontrast zur persönlichen Geschichte, das hat mich überzeugt, dabei zu sein. Nur wenige Regisseure können das, was Roland kann. Bei ihm wirken die menschlichen Schicksale noch größer. Roland ist unglaublich gut darin, das große Bild zu sehen, bevor es ein großes Bild gibt. Bei ihm wirkt immer alles überlebensgroß. Ich liebe es, sie zu sehen. Diese epischen, abenteuerlichen Actionfilme. Die Schlachtszenen erleben wir aus der Sicht der Piloten im Flugzeug. Es ist ein riesiges Spektakel. Aber die Geschichte hat auch sehr viel Herz. Wenn du dich der Gefahr gestellt hast, als andere auf dich gezählt haben, dann bist du allem gewachsen. Wir wollen, dass die Zuschauer alle Gefühle und Emotionen miterleben. Die besondere Bedeutung dieser Momente. Man spürt die Verantwortung, die wahre Geschichte dieser Männer zu erzählen. Sie kämpften für unsere Freiheit, was wir manchmal vergessen. Sie mussten kämpfen für die Demokratie. Bildgewaltig, spektakulär und voller Spannung. Der neue Actionkracher von Starregisseur Roland Emmerich. Midway für die Freiheit. Da ist so ein Junge. Er dachte, er schafft's nicht. Ich hab's nur für die übliche Nervosität gehalten. Und ihn unter meine Fittiche genommen. Seine Angst war berechtigt. Pearl Harbor ist das größte geheimdienstliche Versagen der amerikanischen Geschichte. Das darf nie wieder passieren. Ich will's wieder gut machen. Wenigstens sind ein paar Jungs dabei, die noch kämpfen wollen. Die Japaner planen was Großes. Also, was ist das Ziel? Vermutlich die Midway-Insel. Washington ist anderer Meinung. Washington liegt falsch.
Wenn wir verlieren, gehört die Westküste den Japanern. Seattle, San Francisco, Los Angeles werden brennen. Wir haben den Befehl anzugreifen. Wir müssen ihnen einen Schlag versetzen, damit sie spüren, wie sich ein Treffer anfühlt. Wir sprechen von ein paar Dutzend Flugzeugen gegen die gesamte japanische Flotte. Das ist kein fairer Kampf. Wie soll ich diese Männer anführen? Sie folgen dir überall hin. Wenn du dich der Gefahr gestellt hast, falls andere auf dich gezählt haben, dann bist du allem gewachsen.